Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber jetzt ins Bett. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, schlaf gut, Frau. Wie lange kannst du denn bleiben? 3 Tage, dann muss ich wieder los. Da können wir ja morgen, wenn schönes Wetter ist, einen Ausflug zum Feldberg machen. Sie kommen doch auch mit Onkel Georg. Das wird doch zu viel. Du weißt doch, sie haben noch mit ihren Verwundungen zu tun. Komm jetzt. Ja, bis zum Gipfel können wir doch mit der Drahtseilbahn fahren. Ganz bequem. Und wenn wir oben sind, haben wir wunderschöne Aussicht. Und ich laufe Ski. Mal sehen, Bernd, wenn ich Ausgang bekomme vom Arzt, ja? Mhm. So, aber jetzt schlafen. Komm, morgen ist ein anderer Tag. Der Junge, was erfährt. Walter. Nichts wird erfahren. Alles hat seine Ordnung, wie ich es gesagt habe. Unsere Marschkompanie wurde aufgelöst. Auf der Schreibstube war ein Kumpel aus Hamburg. Dem ging's wie mir. Familie ausgewogen, verwundet, soll wieder zurück zur Front. Tja, hatte die Schnauze so voll wie ich. Da hat er uns Urlaubsscheine ausgestellt. Und für anschließend Marschbefehle nach Ankenes. Weißt du, wo das ist? Woher soll ich das wissen? Weißt du es? Ja. Fast am Polarkreis. Richtig. Und bis sie uns dort oben in der Arktis vermissen, ist der Krieg aus. Und bis dahin? Ich treffe mich Mitte Januar mit dem Kumpel in einem Dorf bei Konstanz. Er hat mir eine Adresse gegeben. Von dort wollen wir über die Grenze. Ich bin mit allem einverstanden. Geh nur nicht mehr an die Front. Und bis zu deinem Treff bei Konstanz? U-Boot. Untertauchen. Und wo? Weiß ich noch nicht. Unterführerin Renate Wiesner, wie befohlen, zur Stelle. Aber bitte, verehrte Kameradin, nicht so förmlich. Nehmen Sie meine Bitte, Sie zu sehen und zu sprechen, mehr von der privaten, von der persönlichen Seite. Sie sind doch eine Art, wenn es mir so auszudrücken gestattet ist, Vermächtnis unseres gemeinsamen teuren Freundes, der auf so heimtückische und hinterhältige Weise sein Leben lassen musste. Ich kannte den Hauptsturmführer zwar schon länger, aber von Person zu Person
Nur einige Stunden. Die leider so tragisch enden mussten. Wie sehr hatte sich mein Freund Thiel auf diesen Abend mit Ihnen gefreut. Wie hat er mir von Ihnen vorgeschwärmt, Renate? Aber er hat mich doch erst am Mittag desselben Tages zufällig im Casino kennengelernt. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, er hatte sie schon des Längeren gesehen, sie fielen ihm auf. Er war so entzückt, so begeistert von Ihnen, dass er den Zufall bemühen musste, um endlich mit Ihnen in den ersehnten Kontakt zu kommen. Das ist sehr schmeichelhaft für mich. Wenn ich sie so vor mir sehe, ich muss ihm zustimmen. Herr Standartenführer. Ich weiß, im Dienst sollte man nie genug Zurückhaltung üben. Aber die Gefahren lauern überall, sei es mehr als 100 Kilometer hinter der Hauptkampflinie. Wir tun unseren Dienst nicht zur Erbauung von ungenügend ausgelasteten, sich einsam fühlenden Männerherzen. Bei meinem armen Freund Thiel ist es gewiss mehr gewesen als das. Dafür bietet Ihnen mein Wort Gewähr. Umso mehr bewegte es mich, als ich heute früh auf seinem leider nun verwaisten Schreibtisch diese Notiz vorfand. Diese flüchtig hingeworfene Bemerkung lässt mich vermuten, dass er vorhatte, etwas mit Ihnen zu besprechen, was für uns, ich meine, für meine Dienststelle, an größter Wichtigkeit ist. Und? Wer hat es denn nicht getan? Ich wüsste nicht, was Sie meinen, Standartenführer. Mein armer Freund Thiel hat doch sicher etwas, Ihre Tätigkeit als Truppführerin betreffendes, erwähnt. Der Hauptsturmführer hat in dieser Hinsicht nicht das Geringste erwähnt. Wie ich gesagt habe, herrliche Aussicht. Hier ist die Wegmarkierung. Den Abstieg können wir leicht zu Fuß machen. Übers Höllental. Ungewohnt der Anblick für uns sein. Ich habe meinen Lebtag nur den Blick über das stinkende Hamburger Hafenbecken gehabt. Und wenn ich nun wirklich nach Ankenes fahre? Das musst du wissen. Geschossen wird dort auch. Du musst selbst wissen, was du dir zutraust. Mal habe ich Mut, mal verlässt er mich wieder. Nee. Für die gebe ich keinen Schuss mehr ab. Nicht einen mehr. Warte mal einen Moment. Das wäre das Richtige für mich. Total verrostet die Nägel. Hier war schon jahrelang keiner mehr drin. Bettstelle ist drin und ein kleiner Kanonenofen. Die 2 Wochen bis zu meinem Konstanzer Termin könnte ich hier schon aushalten. Das heißt, wenn du mir ab und zu was hochbringst, solange du noch in Freiburg bist. Warum nicht? Du bist der Einzige, der davon wüsste, wenn ich hier bliebe. Psst, der Junge. Schau, Vati. Da ist der Spuk. Da unten die paar Häuser, das ist Alpersbach. Und links davon im Felseneinschnitt siehst du die beiden Stollen, wo spuken soll. Da arbeiten ja welche. Und Posten sind dabei. Wer macht? Einer hat sich ein Feuerchen gemacht. Wie weit kann es von dort bis hierher sein? 800 Meter vielleicht, mehr nicht.
Ob die mir gefährlich werden könnten hier in der Hütte? Das müsste man erst mal überprüfen. Wie willst du das machen? Gib mir mal deine Zigarettenschachtel. Was willst du denn damit? Das weiß ich noch nicht. Halt dich zurück. Spazieren. Soltuch, Urlaubschein. Genesung, was? Ich wollte nur meine Zigaretten an deinem Feuerchen trocknen. Die sind mir vorhin beim Suchen in den Schneematsch gefallen. Beim Suchen? Ich bin schon mehrere Male hier oben gewesen. Du hast mich aber noch nie bemerkt. Was suchst du denn hier oben? Mineralien. Was suchst du? Mineralien. Was ist denn das? Mineralien sind feste, natürliche, anorganische Bestandteile der Erdkruste. Der Erdkruste? Kurz gesagt, Steine. Ach so. Ach, du suchst seltene Steine. Und hier im Schnee? Die liegen nicht so tief. Außerdem klopfe ich die Felsen ab. Eigentlich bin ich Kristallograph. Was ist denn das schon wieder? Ich untersuche die geometrischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften der Kristalle. Was macht Onkel Georg da unten? Er holt Feuer und sind die Streckkürze ausgegangen. Ach so. Aber schau mal, Vati, ich kann schon Slalom. Holen? Ja. Da hast du aber auch eine ganz schöne Verantwortung. Ich hätte viel zu viel Angst, dass mir einer abhauen würde, wenn ich allein so eine ganze Meute bewachen müsste. Am Tage da unten, den ich hab. Und nachts haben wir Verstärkung. Wo sollen die denn hin? Zu fressen haben die nichts. Und von unseren Leuten, da kriegen sie auch nichts. Die haben doch selber kaum was zum Beißen. Weil... Nur bewegt euch! Du glaubst gar nicht, wie viele von denen Deutsch verstehen. Du, die lauschen auf jeden Wort. Oh. Hast du doch was gefunden hier oben? Die ganze Zeit eigentlich nichts Besonderes. Und doch ist das eigentümlich. Was denn? Was denn? Mir ist das unverständlich. Gerade vorhin fand ich das hier. Was Seltenes? Selten zumindest da, wo ich es gefunden habe. Ein Heliotrop. Was ist denn das? Ein Heliotrop mit Silberschwefeleinschlüssen. Ein Halbedelstein. Halbedel? Mensch, und das ist ja was ganz Wertvolles. Wie man es nimmt. Hat einen ganz besonders schönen Glanz und großes Lichtbrechungsvermögen. Wenn ich das gefunden hätte, ich hätte gedacht, das ist Prekto. Ich hätte das weggeschmissen. Meinst du, hier liegen noch mehr so eine Dinger rum? So eine Heliotrope. Ja, ja. Vielleicht kommen die aus dem Berg, du. Vom Abraum, ey. Man müsste mal da oben auf der Halde nachgucken. Wenn du noch mehr davon findest, dann könnte ich doch meiner Frau so was mitbringen wollen. Als Andenken, was meinst du? Es gibt doch sonst nichts anderes in diesen verlausten schwäbischen Inzuchttälern. Oder wir können die Dinger den Bauern hier andrehen. Für frische Eier, was meinst du? Endlich mal ein bisschen Abwechslung hier oben, wo sonst nichts passiert. Naja, mal sehen. Vielleicht komme ich morgen oder übermorgen wieder rauf, wie das Wetter ist. Mach's gut. Du! Ich hab die ganze Woche Tagschicht! Platz nicht so! Bewegt euch! Na los, los! Warum warst du denn so lange bei dem Posten? Ich habe ihm ein Stück von einer kaputten Bierpulle gezeigt.
Kameradin Wiesner? Na und? Haben Sie mir nichts zu melden? Nein, nichts, Kameradin von Teschendorf. Aber Sie kommen doch gerade von Standartenführer Haug. Ja, das stimmt. Und da haben Sie mir nichts mitzuteilen? Ich bin zum Schweigen verpflichtet worden. Gut, gut, Kameradin. Aber doch nicht mir gegenüber. Ich bin doch sozusagen mit eingeweiht. Ich bin zum Schweigen verpflichtet worden gegenüber jedermann, Kameradin von Teschendorf. Ausdrücklich auch mir gegenüber? Ausdrücklich auch Ihnen gegenüber. Machen Sie es mir nicht so schwer. Sehr interessant. Zwecklos. Wieder nichts. Jetzt haben wir rund um Bochnia alles abgesucht. Ohne Erfolg. Sämtliche Leitungen, die in Richtung Krakau zur Heeresgruppe führen. Keine Spur. Kein Gespräch, das Aufschluss geben könnte. Wenigstens einen Anhaltspunkt müsste man haben. Nicht Mut verlieren, Hauptmann Ernst. Das ist wie Netz von Spinne. Wir suchen außer am Netz. Da sind viele, viele Fäden, große Dimensionen, viele Möglichkeiten. Wir müssen dort suchen, wo Spinne sitzt. Das wäre in unserem Falle Zirgibel. Dort ist Zentrum von Netz vorläufig für uns. Dort sitzt Spinne. Dort muss man Faden finden. So nah an den Gegner ran? Das scheint mir aber sehr gefährlich, Boris. Ganze Leben ist gefährlich. Ich habe Angst. Was ich jetzt tue, kann ich nie mehr rückgängig machen. Niemand weiß was. Nur du. Und deine Frau. Die weiß nur, dass ich nicht zu meiner Einheit zurückfahre. Wo ich bleibe, weiß sie nicht. Was meinst du? Wenn du es tun willst, musst du es aus dir selber tun. Mach sie nachher wieder dran, ehe du gehst. Du darfst kein Licht machen, solange es dunkel ist. Und du darfst kein Feuer machen, solange es hell ist. Wenn hier oben auch so gut wie kein Mensch vorbeikommt, der Rauch ist meilenweit zu sehen und würde dich verraten. Wenn du mich nicht verrätst. Red keinen Unsinn, Walter. Mach es wie der Reiter über den Bodensee. Schau dich erst um, wenn du das brüchige Eis hinter dir hast. Boris. Noch 30 Meter. Jetzt langsamer. Achtung, Heiner! Spring! Das ist von dem Wenigen das Letzte, was ich noch habe. Schmuck wird ja nicht mehr hergestellt, nicht mehr verlangt und auch nicht mehr gebraucht, schließlich. Golddoublet. Nicht teuer.
Allerdings hinterlässt es nach einer Weile auf der Haut Oxidstellen von blauschwarzer Färbung. Das muss man schon in Kauf nehmen. Haben Sie keine Kette aus ungefassten Steinen? Ich hätte ja noch was. Auch nicht sehr teuer. Da hat mir kürzlich eine der Flüchtlingsfrauen eine Halskette in Kommission gegeben. Ich glaube, es war böhmischer Topas. Einige Steine schon leicht verblasst und beschädigt. Ja, hier ist sie. Wie gesagt, ein Halbedelstein. Weingelber Bergkristall. Zitrin. Die können Sie gerne haben. Damit machen Sie Ihrer Frau auch eine Freude. Geht nur am Tage. Nachts sind zu viele Posten da und sie haben Hunde. Die finden unsere Spur. Unmöglich. Wo willst du denn hin, hier oben? Schau dich doch um. Auch am Tage haben sie uns gleich. Hier, später, wenn Abraham aus dem Berg kommt. Hier, runter. Du bist wahnsinnig. Ich werde es, wenn wir hier nicht bald ausbrechen. Und das ist der einzige Weg. In 2 Minuten ist es soweit. Stoi, o Boże, co ja zrobiłam? Nigdy w życiu bym... Dobrej pani. Hat sie dich erwischt? Volles Rohr, was? Lass nur, mach nichts. Pech gehabt. Ja, wir sind schon hier oben. Hab ich gar nicht kommen hören. Jetzt spiel ich doch euer Lieblingslied vor. Ach, eine ganze Weile schon. Geburtstag. Ich bin gerade fertig geworden. Jetzt wirst du erstmal getrocknet. Doch weiter. Und dann aufgewärmt. Da ja, kommst du mit. Los! Los! Runter! Wer gefunden? Langsam, Boris. Nichts. Einmal ums Quadrat und dann nochmal vorbei. Keine Sorge. Keiner findet sich immer zurecht. Klettert auf Dächern und Masten rum wie ein Matrose. Kann aber nicht saufen wie ein Seemann. Der popelige Schrippenzieher. Jetzt langsam, Boris. Gas. Wir versuchen es wie verabredet in genau 15 Minuten nochmal. Mann, ich hab noch Dienst. Dienst ist Dienst und Schnaps ist... Ich habe den ausdrücklichen Befehl von meinem Chef, dich vom Dienst zu suspendieren. Jawohl. So. Heute hat unser lieber Kumpel und Oberschlepser, die Berliner Großschnauze Hänselmann, Geburtstag. Und da säufst du einen mit. Und wenn Hänselmann, wenn der Privatkutscher von Ziergiebel und Frenzel Geburtstag hat, wenn die Fahrer und Putzer von der Abwehr feiern, dann feiern gefälligst der ganze Stab mit. Auf die Strippenzieher!
Letzter Versuch. Langsam fahren. Dort kommt einer. Was war denn einer? Alles in Ordnung, Hauptmann. Kleine Verzögerung. Ich erzähl später. Und was ist mit dem Mast? Nur eine Verbindungsleitung zwischen Schulgebäude und Verwaltung. Nichts von Bedeutung. Wir müssen noch näher ran, Hauptmann. Was ist eigentlich los mit dir, Heiner? Hast du nicht verstanden? Was? Alles haben wir gelernt. Nur nicht saufen. Das Kristallsystem ist die Gesamtheit der Formen von Kristallen, deren Flächen auf das gleiche System von Achsen bezogen werden. Danach unterscheidet man erstens kubisches oder reguläres Kristall mit drei gleich langen, senkrecht aufeinander stehenden Achsen. Zweitens tetragonales oder quadratisches Kristall mit drei senkrecht aufeinander stehenden Achsen, von denen eine aber länger oder kürzer ist als die beiden anderen. Kommst du mit? Sag mal, du hältst mich wohl für eine blöde Nonne. Klar komm ich mit. Ich bin ja froh, dass ich endlich mal jemanden gefunden habe, mit dem man sich anständig unterhalten kann. Und nicht nur über Fressen und dicke Weiber beschlafen. Na, glotz nicht wie die Blöden. Bäh. Mann, sind die dämlich. Dann gibt es noch hexagonales Kristall, rhombisches, monoklines und triklines Kristall. Mit drei Achsen verschiedener Länge, die einander schiefwinklig schneiden. Mann, und du glaubst, dass wir das alle hier finden? Ja. Ich glaube, dass dein Berg das alles noch aus seinem Stollen spuckt. Los, gehen wir auf die Halde. Gucken wir im Abraum nach. Aber dass du keinem anderen was erzählst davon. Die sind imstande, gierig, wie die nun mal sind, und klauen uns alle vor der Nase weg, woll? Ach was, wo werd ich? Vertrauen habe ich nur zu dir. Was baut ihr hier eigentlich? Man munkelt, das sollen Maschinenhallen für die Geheimwaffen werden. Niemand weiß es genau. Vielleicht für die Wunderwaffe des Führers. Wann bist du morgen früh hier? Sobald der Tell ist, nicht? So gegen 8 Uhr, da fangen wir hier an. Gut, dann bin ich gegen 9 wieder da. Ich bringe meine Lupe mit, damit wir besser erkennen, wenn wir was gefunden haben. Hast du Hoffnung? Ich bin sicher. Morgen finden wir was. Spätestens übermorgen. Alkohol ist größter Feind von Kundschafter. Man muss meiden wie Teufel. Ja, was willst du machen, wenn sie den Kopf festhalten und den Teufel mit Gewalt in den Rachen gießen? Man muss Feder vom Huhn in den Hals stecken, Teufel springt wieder raus. Es wäre aber schade drum. Wer weiß, wozu es gut ist, dass du diese Männer und ihre Unterkunft kennengelernt hast. Auch diese Straße werden wir einige Tage meiden wie Teufel. Wir wollten Wadowitz unter die Lupe nehmen. Ist vorgesehen. Heiner und ich beobachten Garnison und militärische Bewegung. Hauptmann Ernst wird sehen nach diesem Lager von Sanitätsnachschub. Mhm. Soldbuch, Marschbefehl nach Ankenes. Kannst auch vernichten. Wenn sie mich schnappen, will ich namenlos sterben. Denk nach vorn. Es gelingt dir sonst nichts. Wo
Wer weiß, ob ich die Klamotten jemals an den Leib kriege, die du mir raufgebracht hast. Hannes Stock war auch noch in Uniform, als sie ihn holten. Hannes Stock? Tja, war ein Kumpel von mir aus Altona. Bei uns im Regiment. Hatte Flugblätter im Graben selbst gemacht und verteilt. Wurde verraten, konnte aber im letzten Moment noch abhauen. Monate waren vergangen. Wir hatten das alles längst vergessen. Kürzlich, ein paar Tage vor meiner Verwundung, wurde ich plötzlich zum Regimentsgefechtsstand kommandiert. Allein. Ich wusste gar nicht, was los war. Da merkte ich, dass noch mehr kamen. Von jeder Kompanie einer. 10 insgesamt. Ein Leutnant vom Stab, dann Schaffer und machte mit uns Zielübung, wie in der Rekrutenzeit. Gebt Feuer! So ein Quatsch, dachten wir. Jeder von uns kriegte einen halben Feldbecher voll Schnaps. Wir freuten uns und haben ihn runtergeschluckt. Und dann haben sie ihn gebracht. Hannes. Hannes Stock aus unserem Regiment. Er hatte seine Uniform noch an. Er ging ganz ruhig. Nicht ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, wir waren alle viel aufgeregter als er. Er rauchte noch ein paar Züge aus seinem alten Kloben, den wir alle kannten. Dann warf er ihn weg. Einfach weggeworfen. Ganz lässig. Du wirst es nicht glauben. Ich habe schon ein paar Mal die Bewegung geübt, mit der Hannes seine Pipe weggeworfen hat. So lässig. Ganz lässig. Als wenn es nichts wäre. Als wenn es überhaupt nichts wäre, das Leben einfach wegzuschmeißen. Ich üb's, falls es mich mal treffen sollte. Weißt du, das prägt sich ein bei denen, die es gesehen haben. Das bleibt. Tja. Dann haben sie ihn festgebunden. Den Hannes. Sie haben ihn an einen Holzpfahl gefesselt. Dann hat der Gerichtsoffizier das Urteil verlesen. Zum Tode durch Erschießen verurteilt. Da gab's noch eine kleine Karambolage. Sie haben ihm den Pleitegeier abgerissen von der Uniform und mit einer Nadel einen roten Stofffetzen an die Brust geheftet. Direkt übers Herz, wo wir hinziehen sollten. Dann wollten sie ihm die Augen verbinden. Aber Hannes warf den Kopf immer hin und her, als ob er noch was sagen möchte. Schließlich ist ihm das auch gelungen, aber nicht, was man denken sollte. Macht Schluss mit dem Scheißkrieg oder sowas, was man sich bei solchen Leuten denkt. Nee, was meinst du, was er gesagt hat? Ich kann es mir schwer denken. Tut meiner Frau und meinen Kindern nichts. Das hat er gesagt. Und davor habe auch ich am meisten Angst. Da kam der Befehl. Gebt Feuer! 1000 Mal vorher, als sie ihn brachten, habe ich mir geschworen, du schießt in die Luft. Du knallst daneben. Du schießt nicht auf Hannes Stock. Weißt du, wo ich hingeschossen habe? Auf den roten Stofffetzen. Nee. Auf die Stirn habe ich gezielt. Mitten auf die Stirn. Fangschuss nicht nötig. Einer von den Trotteln hat ihm mitten durch die Stirn geknallt. Und dieser Trottel war ich. Hinterher gab's wieder einen halben Feldbecher voll Schnaps. Zur Belohnung. Weil wir unseren Kumpel umgelegt hatten. Dann sollten wir in unserer Kompanie berichten, wie die deutsche Wehrmacht mit Defaitisten und Deserteuren umgeht. Was wurde aus der Familie des Mannes? Frau KZ, weil sie ihn versteckt hatte. Kinder in ein Naziheim haben andere Namen gekriegt. Und da sagst du, ich soll nach vorne denken!
Da! Da enden meine Gedanken immer, wenn ich nach vorne denke. Sie kriegen alle. Glaub mir. Sie kriegen alle. Alle kriegen sie nicht. Aber jeder muss damit rechnen, der sich von ihnen löst. Der ihren Wahnsinn nicht mehr mitmachen will. Alle Achtung vor Ihnen! Ihre Einheit liegt bei Krakau? Jawohl, Herr Stabsarzt. Na, meinetwegen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie nicht erst zur Genesungskompanie wollen, sondern partout gleich zu Ihren Kameraden zurück. Noble Haltung. Findet man selten heute. A la bonheur. Also, bis übermorgen. Und bei Gelegenheit Empfehlung an Professor Laue. Jawohl, Herr Stabsarzt. Halt zum Beinbruch. Ich hab was gefunden! Mach los, schnell! Ich muss was mit dir besprechen! Wie kommst du denn hier rauf? Ich bin schon seit dem Morgengrauen unterwegs. Zuerst war ich drüben auf der Abraumhalde, hatte aber Angst, so allein in der Dämmerung. Und wenn du da abtrudelst, ist es aus. Und da dachte ich, gehst mal noch eine Stunde auf die Steinhalde rauf. Und da sah ich dich auch schon hier oben an der Hütte. Was hast du denn gefunden? Nun sag schon, Mensch. Gelber Topaz. Ich werd verrückt. Lass gucken. Na, kannst du behalten. Schenke ich dir. Wenn wir Glück haben, finden wir noch mehr. Na los, komm! Mir ging es genauso wie dir. Mich hatte auch die Neugier hochgetrieben. Und wie ich so oft der Steinhalde entlang gehe, da war mir, als ob aus der Hütte Rauch rauskäuselt. Ja. Da wollte ich mal gucken. Ach, ich hab mir schon mal die Mühe gemacht. Nichts drin. Ja. Gerümpel. War früher meine Hütte für Bergnot. Und was den Rauch anbelangt, da kannst du dich getäuscht haben. Ja, ich muss mich beeilen. Und wenn sie den Polacken bringen, dann muss ich am Stollen sein. Und zu keinem ein Wort. Hörst du? Was denkst du denn von mir? Ha ha ha!
neue Verschlüsselung gleich an Führerhauptquartier. Diese vier Meldungen bringen Sie persönlich zum 1C der Heeresgruppe rüber. Danke. Von diesen Nachrichten brauche ich genaueres über die Absender. Bringen Sie mir morgen die Dossiers her, Beisel. Den Leuten müssen wir auf den Zahn fühlen. Jawohl, Standartenführer. Die neuen Meldungen bestätigen die größeren Umgruppierungen. Alles nur mit Vorsicht zu genießen. Wir können es uns nicht leisten, auf jeden Schmuß hereinzufallen. Können Täuschungsmanöver sein. Nicht in allen Fällen sind unsere Informanten gewiefte militärische Fachleute. Zwei Bataillone sind noch keine Armeekorps, da kann man sich täuschen. Der Wahrheitsgehalt der Nachrichten ist schwer im Einzelnen nachzuprüfen. Da gibt es schon Methoden. Haben Sie die Wachordnung beim Archiv geändert? Jawohl, Standartenführer, wie Sie befohlen haben. 3 Tage Ablösungsrhythmus und dann ab zur Front. Ohne Zwischenaufenthalt. Hat das Fälle gegeben, wo die Leute neugierig waren? Oder auch nur Anzeichen von Interesse zeigten? Nie. Sie tun stur ihren Dienst. Sie sind der Meinung, sie bewachen nur hochwertige Medikamente und Sanitätsgeräte. Das ist ja auch das Einzige, was sie sehen. Kästen, Kisten, Ballen und Glasballons. Da traut sich niemand an, aus Angst, man könnte sich vergiften. Eine letzte Frage, Beisel. Standartenführer. Wer hält die Verbindung von der Registratur zur Funkstelle? Sie wissen doch, der gefreite Köpke. Brauchen Sie noch? Nicht unbedingt. Könnte ich auch alleine machen. Auch fahren und so weiter. Muss ich hier. Bin ja auch heute alleine hier. Wir müssen reduzieren, Beisel. Köpke hat das Archiv mit eingerichtet, Chef. Er ist zuverlässig wie keiner. Ich arbeite von Anfang an mit ihm zusammen. Er ist der Einzige, der... Deswegen muss reduziert werden. Ich weiß, Sie haben Vertrauen zu ihm. Sie haben ihn sogar, soweit das bei einem Beisel überhaupt in Betracht kommt, in Ihr Herz geschlossen. Jeder, der vom Archiv weiß und nicht gebraucht wird, ist zu viel. Gut. Ab zur Front. Verheizen. Nein, Beisel. Den kürzeren Weg. Hier, genau hier war es, wo Sie gestern Abend die letzte Fuhre hingekippt hatten. Hier habe ich den Topaz gefunden. Schon wieder einer. Stopp, warte. Wieder gelber Topaz. Echt böhmischer Zitrin mit flüssigen Kohlensäureeinschlüssen. Weiß der Teufel, wie die Steine hierher kommen. Wo habt ihr diesen Abraum her, genau? Tam, Kopalni Pan. Dort Bergpan. Ich möchte das ja am liebsten selbst mal ansehen. Sekundäre Lagerstätten und so. Ich kann ja nicht weg hier. Ich muss ja hier aufpassen, damit die Kanaken keinen Blödsinn machen. Aber du kannst doch ruhig mal mit reingehen wollen. Zeigt mir mal, wo ihr das Zeug herholt. Los! Hey, halt! Lass mir mal die Lupe hier, falls ich was finde inzwischen. Bitte dort, Bahn. Alles wird gut, Janik. Ich habe nicht geglaubt, dass ihr uns finden werdet.
Hast du Wonsinski gefunden? Nein, er ist tot. Der Mann dort, hinter der Lore, ist sein Bruder. Wir müssen schnell weg. Ich hab schon Plan. Wie? Die Zeit drängt. Halte runter. Das ist zu steil, unmöglich. Wird gehen. Muss gehen. Ist alles schon bedacht. Wir haben zwei Leute, die helfen. Sie wissen wenig, aber sie sind zuverlässig. Wenn es soweit ist, du musst diese Wachposten ablenken. In Ordnung, mach ich. Unten am Ende vom steilen Stück Berg ist eine dichte Stelle mit Tannen. Dort treffen wir uns mit dir nachts. Gut. Für alles andere musst du sorgen, Georg. Ja. Wann soll es losgehen? Morgen früh, gleiche Zeit. Arzneimittelverwaltung. Wachhabender Unteroffizier Gerlach. Keine besonderen Vorkommnisse. Gut, lassen Sie die Maschine in die Garage bringen. Transporte? Ein Lastwagen vom Lazarett Bochnia hat der Gefreite abgefertigt. Wann werden Sie abgelöst, Unteroffizier? Nachher um 16 Uhr. Wir gehen anschließend gleich auf Transport. Wohin? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Überall der gleiche Mist. Weiter, Köpke. Ist gut. Lass mal. Lazarett Bochnia hat die bestellte Lieferung abgeholt. Gut. Sonst was? Nein. Von der Funkstelle? Seit den Meldungen, die Sie abgeholt haben, nichts. Was ist denn, Herr Feldwebel? Nichts. Wo haben Sie Ihre Klamotten, Köpke? Hinten im Archiv, in der Schlafkammer. Alles? Natürlich. Wie immer, Herr Feldwebel. Schon ausgetragen, was die abgeholt haben? Ja. Hier. Wir gehen zum Archiv. Schließen Sie das Tor. Kommt niemand mehr heute. Schließen Sie hinter uns ab.
Was ist zu tun, Herr Feldwebel? Was ist das? Ach, ich habe einen Brief an meine Eltern angefangen. Lass mal, Junge. Schreib zu Ende. Aber Herr Feldwebel. Schreib den Brief zu Ende. Das andere hat Zeit. Geben Sie her, ich bringe ihn zur Feldpost. Aber das kann ich auch selber machen, Herr Feldwebel. Nein. Wieso? Sie werden versetzt, Gefreiter Köpke. Sofort. In 5 Minuten stehen Sie feldmarschmäßig vor mir. Ist klar. Ich weiß zu viel. Ablösung mit der Wache. Ab zur Front. Führen Sie den Befehl aus. Jawohl, Herr Feldwebel. Die richtige Uniform habe ich gestern Abend frisch aufgebügelt, Herr Feld. Herr Obersturmführer. Die brauchen wir wohl vorläufig nicht. Trotzdem. Dankeschön, mein Junge. Ja? Ist gut, Unteroffizier. Ich bin bei der Wachablösung dabei. In 10 Minuten bin ich da. Vater Köpke, fertig zum Abmarsch. Dann gehen wir. Wo wollen Sie denn hin, Herr Obersturmführer? Ich bringe Sie hinten raus, Köpke. Das ist unauffälliger. Hinten raus? Es gibt doch gar keinen Hinten. Doch, Köpke. Sie wissen, Köpke, dass wir damals das Archiv in ein stillgelegtes, verlassenes Stollengelände eingebaut hatten. Dieser zweite Ausgang dient zur schnellen und unauffälligen Verlegung des Archivs in Notfällen. Wo geht's denn dahin? Nach draußen. Das sind alles stillgelegte, zum Teil verschüttete Stollen. Und da soll ich durch? Natürlich. Geh nur. Ich mach die Tür auf. Vergessen Sie den Brief bitte nicht, Herr Obersturmführer. Keine Sorge, Köpke. Glaub mir, ich bin nicht schuld an deiner Versetzung. Mach's gut, Junge. Alles Gute, Herr Beisel.
Was Besonderes? Normaler Kasernenbetrieb. Nichts Auffälliges. Wie ist das beim Arzneimittelnachschub? Den ganzen Tag ein einziger LKW-Transport. Weiter nichts? Ein dicker Feldwebel fuhr vormittags raus und nachmittags wieder rein. Das war alles. Und wir morgen nochmal versuchen? Unergiebig, dieser Sanitätspark. Da ist nichts und da passiert auch nichts.